In diesem Video gibt es für euch eine ganz kurze schwedische Weisheit, was man nämlich machen muss, wenn man Sorgen hat. Außerdem gibt es am Ende des Videos ein paar Eindrücke aus Schweden, wie es hier aussieht. Super viel Natur und total viel tolle Sachen kann man hier sehen. Ich bin René Träder, viele Grüße aus diesem Stillleben hier, wie in einem Gemälde. In Schweden bin ich gerade, in Valdemarsvik, und am Ende des Videos, bleibt unbedingt dran, zeige ich euch noch ein paar Eindrücke aus diesem Ort. Ganz schön ist der, ganz in Natur, und es sieht, finde ich, ganz besonders aus. Und wenn man hier ist, hat man sofort ein Gefühl von Erholung. Aber jetzt erst einmal ein ganz kurzer Spruch aus Schweden. Wenn man schlafen geht, soll man die Sorgen in die Schuhe stecken? Da gehören die Sorgen hin und nicht in den Kopf, weil sonst schläft man einfach nicht gut. Völlig klar, völlig eindeutig. Und ich finde an dem Gedanken vor allem gut, dass man wirklich mal einen Punkt setzt. Dass man mal sagt, so, ich habe vielleicht Dinge im Leben, die laufen nicht so gut, die machen mir Sorgen, die könnten besser laufen. Aber ich will mich nicht 24 Stunden am Tag damit belasten auch, sondern ich brauche auch mal eine Zeit der Erholung. Ich muss es mir auch mal gut gehen lassen. Und dafür wäre die Nacht zum Beispiel ein guter Ort. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wann hole ich denn die Sorgen wieder aus den Schuhen raus? Am nächsten Morgen, wenn man wieder aufwacht, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wann dieser Spruch entstanden ist. Früher hatten die Leute ja nicht so wahnsinnig viele Schuhe. Wir haben heute ja mehrere Schuhe häufig. Das heißt, man kann ja am nächsten Tag auch ein anderes Paar anziehen und sagen, ich lasse die Sorgen da erstmal noch ein bisschen drin. Und vielleicht gucke ich im Laufe des Tages nochmal oder vielleicht auch erst nächste Woche wieder rein und gucke mal, was dann ist. Ich finde diesen Gedanken nämlich ganz wichtig, dass man sagt, Sorgen haben ihre Berechtigung, aber zu bestimmten Zeiten, dass man sagt, so, jetzt nehme ich mir mal eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit und jetzt kümmere ich mich um die Dinge, die nicht so gut in meinem Leben laufen, die Dinge, die mir Sorgen bereiten, die mir Kummer bereiten, die mir nicht so gut tun, und frage mich mal ganz konstruktiv, was kann ich eigentlich anders machen? Was kann ich überhaupt machen, um diese Sorgen irgendwie loszuwerden? Aber dass man eben nicht 24 Stunden am Tag sich damit befasst, sondern einfach nur gezielt zu einer Zeit und wenigstens nachts die Sorgen einmal schlafen lässt, damit man auch selbst gut schlafen kann. Also, falls ihr auch gerade irgendwas in eurem Leben habt, bei dem ihr unzufrieden seid, wo ihr denkt, ach, das macht mir irgendwie Ärger, Kummer, da bin ich traurig, dann denkt an dieses schwedische Sprichwort. Wenn man nachts schlafen geht, dann sollte man die Sorgen in die Schuhe stecken. Ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Zeit noch, und jetzt am Ende des Videos, bleibt unbedingt dran, zeige ich euch noch ein bisschen was von diesem Ort, wie es also drumherum hier aussieht, außerhalb dieses Stilllebens hier. Bis bald und viel Spaß!